Bootstrap ist ein CSS-Framework. Es handelt sich dabei um eine Sammlung von Gestaltungselementen und Hilfsmitteln in CSS. Entstanden ist Bootstrap ursprünglich bei der Entwicklung von Twitter, da hier die Verwendung verschiedener Bibliotheken zu erhöhtem Aufwand führte. 2011 wurde Bootstrap dann von Twitter als Open-Source-Projekt zur Verfügung gestellt. Seitdem konnte sich das Framework am Markt der CSS-Bibliotheken immer mehr durchsetzen. Bootstrap ermöglicht es, trotz geringer CSS-Kenntnisse bereits anspruchsvolle Webseiten zu erstellen. Man muss nur die Namen der vordefinierten HTML-Klassennamen kennen und das Framework kümmert sich um den Rest. Fortgeschrittene können mit SaaS ihr Layout schließlich noch individuell gestalten. Bootstrap wird verwendet, um schnell responsive Webseiten zu erstellen. Der Kern dabei ist das 12-Spalten-Grid-Layout, bei dem sich die Inhalte je nach Bildschirmgröße anpassen. Dabei wurde großer Wert auf Mobile-First-Entwicklung gelegt. Weiter sorgt Bootstrap für eine schönere Darstellung des Inhalts. So werden zum Beispiel Schriften besser als im Standard dargestellt und man kann mit wenigen Klassen optisch ansprechende Tabellen und ebenfalls optisch ansprechende Formulare erstellen. Ein weiteres Highlight ist die große Auswahl an Komponenten. Diese ermöglichen das Designen von Buttons oder komplexeren Elementen wie ein Scrollspace oder Modalen. Ein weiteres Highlight sind die Icons. Hier bietet Bootstrap über 1600 Stück, welche einfach auf die Webseite eingefügt werden können. Die Themes auf der Bootstrap-Seite sind leider kostenpflichtig, aber auch hier findet man im Netz reichlich kostenlose Templates. Um Bootstrap verwenden zu können, erstellen wir ein einfaches HTML-Dokument. Wichtig ist hier der Metaname Viewport für die responsive Darstellung. Und geben einfach mal im Body eine H1 mit dem Inhalt Heading 1. Sehen wir uns das Ganze im Browser an. Gibt es jetzt noch keine Formatierungen. Der effektivste Weg, um Bootstrap einzubinden, ist über einen CDN-Link. Den findet man unter Getting Started Introduction bei der Doku. Und hier muss man zwei Links einbinden. Einmal den CSS-Link. Diesen können wir kopieren. Und der kommt in den Header unter Link und als href wird das Ganze angegeben und es verweist auf CDN, csliver.net und auf die Datei bootstrap.min. Die zweite Datei, die wir benötigen, ist die JavaScript-Datei. Die wird zum Beispiel, ist zum Beispiel Popper eingebunden und wird für verschiedene Komponenten benötigt. Diese fügen wir kurz vor dem schließenden Body ein, das heißt über Script, SRC, und hier geben wir auch diesen Link an. Dieser weist auf die bootstrap-min.js. Wenn wir jetzt unser Dokument aktualisieren, können wir schon einen Unterschied erkennen. Einerseits wurde die Seite resettet, das heißt browserspezifische CSS-Abstände wurden entfernt und auch die Überschrift ist in Bootstrap-Stil. Wenn wir uns dazu den Seitenquelltext anzeigen, können wir hier auch den Link auf bootstrap-min.css sehen und hier befindet sich eine zusammengepresste Version sämtlicher CSS-Codes. Möchten wir Bootstrap selbst hosten, können wir uns das ganze Paket downloaden. Wir bekommen dann eine ZIP-Datei. Den Inhalt können wir dann bei unserer Webseite entpacken. Darin befindet sich ein CSS-Ordner. Für uns ist hier die bootstrap.min.css relevant. Weiters gibt es den JavaScript-Ordner. Hier ist ebenfalls die min.js relevant, beziehungsweise die bundle.min, welche auch Poppers enthält. Die Dateien können wir manuell einfügen. Einmal bootstrap, CSS und die CSS Mini. Und hier unten ebenfalls unter Bootstrap, JavaScript, die bundle.min.js. Wenn wir unsere Seite wieder aktualisieren, sehen wir, dass die Formatierung greifen. Der Download ist auch über Package Manager möglich. Hier unterstützt Bootstrap NPM, Yarn, Ruby Games, Composer und NuGet. Schauen wir uns das Ganze mit Composer mal an. Wir können uns den Command kopieren.
haben hier unser leeres Verzeichnis. Und wenn wir in der Konsole schauen, ob Composer installiert ist, das ist der Fall, können wir den Command einfügen, das Ganze ausführen. Und die Installation wird vorgenommen. Im Vendor-Ordner sehen wir jetzt in diesem Ordner Bootstrap. Und hier befinden sich sämtliche Dateien und im Dist-Ordner ist unser bekanntes CSS und darunter unser JavaScript. Was bedeuten jetzt aber die ganzen Dateien? Also die normale Bootstrap-CSS ist sauber formatiert. Hier kann man den Code schön nachvollziehen, was Bootstrap im Hintergrund macht. Die Min-Datei ist dafür da für den Online-Betrieb. Das heißt, hier wird das Ganze komprimiert dargestellt. Und RTL bedeutet Right to Left. Das heißt, wenn man ein Layout von rechts nach links erstellt. Und hier in diesem Bereich sind sämtliche Inhalte included. Man kann aber auch einzelne Teile einbinden, zum Beispiel wirklich nur das Grid Layout oder nur die Utilities oder beziehungsweise nur die Reboot-Datei, welche Standard- und Reset-Einstellungen beinhaltet. Und auch bei JavaScript unterscheidet man zwischen Min und Nicht-Min, weil man Min eben in Online-Modus nimmt und beim Bundle ist eben Poppers dabei, was für Dropdowns und so weiter benötigt wird. Sehen wir uns die HTML-Tags ohne Bootstrap bzw. hier mit Bootstrap an. Hier handelt es sich wirklich um reine HTML-Tags, das heißt, es wird keine Bootstrap-spezifische Klasse verwendet, trotzdem kann man schon Unterschiede erkennen. Das erste, was gleich auffällt, ist eben, dass hier eine serifenlose Schrift verwendet wurde. Auch hier bei dem Mark-Tag sieht etwas anders aus, genauso wie sämtliche andere Formatierungen. Hier bei Strong und Small kann man es gut erkennen. Auch der Link zur Webseite unterscheiden sich stark voneinander. Und hier zum Beispiel die horizontale Linie ist hier wirklich nur eine einfache Linie und hier das ist diese alte HTML-Linie. Hier der Unterschied zwischen Ordered List und Unordered List ist weniger zu viel zu erkennen. Bei den Formularen kann man sehen, dass die Eingabefelder alles etwas größer ist, aber sonst sehr ähnlich. Und zum Schluss noch die Tabellen, auch die sind relativ ähnlich. Die Power von Bootstrap wird aber bald erkennbar, wenn die ersten Klassen gesetzt wurden.